Herzlich willkommen bei GamesTV 24 Daily. Heute mit einem Release-Termin zu Mass Effect Andromeda, dem schlechtesten Call of Duty aller Zeiten, Spielen, die von Steam verschwunden sind, und einem Diablo 3-Patch. Ja, wir starten direkt mit Mass Effect Andromeda. Es war ja jetzt die CES in Amerika. Da gab es ja auch einen neuen Trailer zu sehen. Unter anderem viel wichtiger ist aber, dass der Release-Termin endlich feststeht. Erscheint am 21. März 2017 in Nordamerika und am 23. März in Europa. Bisher war seitens BioWare ja lediglich von Frühjahr 2017 zumindest offiziell die Rede. Und ja, diesen offiziellen Erscheinungstermin, den gab der General Manager Aaron Flynn nun auf der offiziellen Website bekannt. Ja, zudem nannte er auch die Gründe, warum man sich denn so lange in Schweigen gehüllt hatte, was den Release-Termin angeht, bevor man einen konkreten Termin festlegen wollte. Wollte mal ein bisschen so das Feedback der Mitarbeiter abwarten. Und das ist auch eine ganz nette Geschichte, die da erzählt wird. Diese Mitarbeiter hatten nämlich über die Weihnachtsfeiertage so eine Testversion quasi mit nach Hause gekriegt, konnten die nach eigenem Ermessen spielen, solange wie sie halt Spaß dran haben. Und das Feedback zu diesem Holiday-Build, wie sich diese Version nennt, das ist quasi jetzt ausschlaggebend dafür, dass jetzt erst der Release-Termin festgesetzt wurde. Ja, eigentlich eine ganz coole Sache. Besonders dankbar sei man aber auch über die Vorfreude, die in der Community so über die letzten Monate wohl spürbar gewesen sei. Er sagt auch dazu, die Leidenschaft, die ihr für diese Marke habt, die treibt uns auch weiterhin an. Natürlich auch die Kaufkraft, das hat er jetzt nicht gesagt, aber auch das wird die Kollegen antreiben. Mit Sicherheit, ja. Aber jetzt wissen wir, es kommt halt Andromeda. Erscheint ja auch für PC, PS4 und Xbox One. Das sind alle sind bedient jetzt, bis auf künftigen Nintendo Switch-Besitzer. Ja, da, die ist aktuell noch nicht geplant. Die ist aktuell noch nicht geplant. Kann sich aber natürlich noch ändern. Also richtig, weiß man nicht. Ja, er hat gesagt, also wenn die Fans denn danach schreien und unbedingt haben wollen, dann kann man da auch drüber reden oder drüber nachdenken. Genau. Wird wahrscheinlich auch von den Verkaufszahlen abhängig gemacht. So sieht's aus, ja. Es ist ja die Zeit der Jahresrückblicke derzeit und der Ausblicke immer noch. Und zu Call of Duty gibt es da jetzt ein bisschen was Interessantes. Und zwar die Frage, welches ist das schlechteste Call of Duty bisher? Ja, die Frage aller Fragen. Ne? Also kaum jemand anders redet natürlich über irgendetwas anderes. Nee. Nein, natürlich so schlimm ist es nicht. Aber auf Reddit wird derzeit abgestimmt, welches denn der mieseste Teil von Call of Duty ist. Bereits sind über 3000 Stimmen eingegangen. Allerdings, Vorsicht, hier nochmal ein kleiner Disclaimer. Oh, diese Ergebnisse sind natürlich nicht repräsentativ, in keinster Weise. Nicht jeder Spieler ist auf Reddit. Viele Spieler interessiert es ja überhaupt nicht, solche Umfragen, das muss man halt auch dazu sagen. Allerdings, wenn solche Umfragen gemacht werden und dann sehr, sehr stark in eine Richtung gehen, dann kann man ja zumindest ungefähr sagen, das könnte so ein Trend sein. Ne? Und da gab es auch ein Ergebnis tatsächlich. So sieht's aus, nämlich dieses Science-Fiction-Setting der vergangenen Call of Duty-Ableger, das kommt halt bei den Spielern, zumindest auf Reddit, nicht besonders gut an. Ist jetzt auch keine große Überraschung, ja, wenn man sich an den Trailer damals zurückerinnert, der auch ziemlich so downgevotet wurde und ein bisschen Shitstorm abgekriegt hat. Allerdings ist das aktuelle Call of Duty nicht ganz der schlechteste Teil, wie Reddit denkt. Mit rund 30% der Stimmen ist nämlich Call of Duty Advanced Warfare derzeit der unbeliebteste Teil. Ja, auch das war, glaube ich, der mit Kevin Spacey, ne? Der da den Bösewicht gespielt hat. War damals auch das erste richtig futuristische Call of Duty. Da gab es diese Exosuits, Hyperjumps, Supply Drops. Ich muss sagen, das hat mir auch nicht so besonders gefallen. Ich habe es aber durchgespielt. Genauso wie ich auch Infinite Warfare durchgespielt habe. Und ich hatte durchaus Spaß dabei. Also schlecht ist auch so ein Spiel. Aber naja, 27% der Stimmen hat Infinite Warfare, also der aktuelle Teil sozusagen, gesammelt. Und ja, auf dem dritten Platz der Shitlist, da landete Call of Duty Ghosts. So sieht's aus, ja. Black Ops 3 ist tatsächlich mit 1% der Stimmen ein ziemlich beliebter Teil, könnte man sagen, noch. Ja. Ist auch wenig überraschend jetzt. Sehr wenig überraschend. Ja. Also das wollten wir euch natürlich mal nicht vorenthalten. Trotzdem halt, wie gesagt, genießt es mal mit Vorsicht, wenn euch Call of Duty trotzdem Spaß macht. Ja, es wird euch keiner daran hindern, da weiter zu spielen oder irgendwas dagegen sagen. Genau. Punkt. Besitzer von, so Geschichten wie Steam, Origin und so weiter, die müssen es immer mal wieder erleben, dass Spiele, die vorher im Angebot waren, auch mal durchaus verschwinden können. So ist es gerade bei Steam. Einige Activision-Titel sind aus dem Sortiment genommen worden. Betroffen sind die Spiele Teenage Mutant Ninja Turtles, Mutants in Manhattan. Unfassbarer Titel. TMNT, Out of the Shadows, sowie The Amazing Spider-Man 1 und 2. Ja, warum sind die verschwunden? Keiner weiß es. Publisher Activision, der ja als Herausgeber fungierte für all diese Titel, die haben bisher noch keine Erklärung dazu abgegeben. Wie PC Gamer allerdings berichtet, könnten da Lizenzprobleme der Grund dafür sein.
Schon vor einigen Tagen musste zum Beispiel auch Codemasters ältere Spiele aus dem Sortiment von Steam nehmen, aufgrund von Lizenzen, die halt nicht weiter verlängert wurden und deswegen diese Spiele halt nicht mehr online vertrieben werden dürfen. Es ist allerdings ein bisschen komisch, weil Teenage Mutant Ninja Turtles Mutants in Manhattan, der ach so furchtbare Titel, ja, der wurde ja erst vor ein paar Monaten, also vor 8 Monaten, genau veröffentlicht. Wieso sollte denn da eine Lizenz nur 8 Monate laufen? Finde ich auch sehr, also sehr komisch. Sehr merkwürdig. Sehr, sehr komisch. Also die Leute, die die Spiele gekauft haben, um damit mal zu beruhigen, ihr müsst jetzt nicht losrennen und gucken, ob die Spiele noch irgendwie in eurer Liste sind. Die sind natürlich noch da. Wenn ihr sie gekauft habt, dürft ihr sie auch weiterspielen. Die verschwinden nicht einfach so. Lediglich Leute, die sich die Spiele jetzt noch kaufen möchten, die blicken in die Röhre, weil das geht nicht. Gut, ich meine... Es gibt Traurigeres. Es gibt Trauriges, als sich die Turtle-Spiele nicht zu holen. Ich meine nicht, dass sie jetzt unbedingt total schlecht werden, aber ich glaube, ihr wisst, worauf wir hinaus wollen. Für Fans. Für Fans, genau. Diablo 3 ist auch für Fans, hat ziemlich viele Fans auch. Ja, ein paar mehr. Ein paar mehr wahrscheinlich. Da ist jetzt ein Jubiläumspatch veröffentlicht worden. Das Update lässt sich auf Xbox One und PlayStation 4 herunterladen. Und Kern des Updates ist der Retro-Dungeon The Darkening of Tristram, also Diablo 1. Ja, sozusagen Diablo 1 aufbereitet in einem 20-stöckigen Dungeon. Irgendwie haben wir euch auch mal schon mal in einem Video vorgestellt, kurz nach der BlizzCon. Und dieser Retro-Dungeon, der macht auch mit dem Interface ein bisschen was, der ist so auf alt getrimmt eben. Der soll außerdem seine Tore nur im Januar eines jeden Jahres öffnen. Also wer sich jetzt dieses Jahr noch nicht da umschauen will, ja, der muss halt ein Jahr lang warten und kann das erst wieder nächsten Januar tun. Alle anderen, vor allem die PlayStation 4 Pro-Besitzer, die dürften sich auch freuen über diesen Patch, weil allerdings da wird diese Unterstützung dann für die neue Sony-Konsole eben eingeführt. Fortan gibt es dann auch 4K-Auflösung auf der Sony-Konsole für Diablo 3. Den Patch könnt ihr runterladen über Battle.net, Xbox Live und PlayStation Network. Mittlerweile dann zur Feier von 20 Jahren Diablo finden zudem in allen Blizzard-Titeln spezielle Events statt. In WoW wurde zum Beispiel der legendäre Q-Level implementiert. Ihr wisst schon, in Diablo, da gab es halt einen geheimen Level und der war ganz furchtbar bunt und da waren ganz viele Kühe und die muss man umbringen und das wird die Kühe einen umbringen. Und es ist quasi eine überarbeitete Version von Jorgens Bauernhof im Dämmerwald. Das ist ja dieser Ort da, ne? Im Dämmerwald. In WoW. In WoW. Und wer sich den Kühen stellt, den erwarten dann besondere von Diablo inspirierte Items. Ihr müsst euch allerdings ein bisschen beeilen, denn am 11. Januar oder am 12. Januar ist Schluss. Genau, so sieht's aus. Haben wir euch auch im Video für euch vorbereitet, diesen Q-Level. Zeigen wir euch auch mal. Schön, ne? Schön. Ne? Sieht lustig aus, auf jeden Fall. Also jeder, der WoW spielt, auf jeden Fall mal vorbeischauen und diese Belohnungen abstauben. Ja? Genau. Morgen ist Feiertag. Ich glaube in ganz Deutschland. Nee. Schon wieder nicht? Nee, aber in einigen Teilen, in katholischen Teilen Deutschlands. Ich habe es mit den Feiertagen nicht so. Ich weiß aber, morgen komme ich nicht zur Arbeit. Und deswegen gibt es auch keine News, weil du kommst nämlich auch nicht zur Arbeit. Uns gibt es wieder am Montag in alter Frische und am Sonntag aber trotzdem natürlich die News der Woche für euch. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Schönes Wochenende und bis dann.